die Bevölkerungen haben sich zu wenig dagegen gewehrt. Sie wehren sich zwar in den Ländern, die jetzt wirklich Krisenländer sind. Griechenland hat 24% seiner Wirtschaftsleistung seit der Krise verloren. Die Arbeitslosigkeit steigt, wir wissen, die Jugendarbeitslosigkeit gemessen bei über 50%, tatsächlich wahrscheinlich deutlich höher. Gesamte Arbeitslosigkeit 25%. Also ganz konkrete, massivste Veränderungen und Verschlechterungen der Lebenssituationen. Aber das hat sich politisch nicht durchgesetzt, weil natürlich die Regierungen von der EU auch gelockt werden, wenn man so will, und sagt, wir können euch helfen mit der Staatsverschuldung, wenn ihr eben eure Staatsbudgets in Ordnung bringt. Und in Ordnung bringt heißt natürlich immer, auf der Ausgabenseite zu kürzen. Und der größte Teil der Staatsausgaben sind ja in den meisten Ländern Sozialausgaben. Die EU hat 50% der weltweiten Sozialausgaben. Und Sozialausgaben kommen eben nicht den Reichen und den Besserverdienenden, zum größten Teil zumindest, zugute, sondern denen, die es wirklich brauchen. Und das heißt natürlich, dass diese Art der Sanierung letztlich den schwächsten Bevölkerungsschichten aufgebürdet wird, von denen man annimmt, die gehen vielleicht eh nicht wählen oder sie sind eben geduldig genug und auf deren Rücken können wir den Bankensektor wieder und unsere Staatsbudgets sanieren. Ich glaube, das ist eine riesige politische Gefahr, weil der soziale Zusammenhalt, der für alle Aktivitäten der Staaten notwendig ist, zunehmend verloren geht.